Unreife Halloween holt jetzt die Limited Designs von Saftig, Team Melone als Glowing Edition, Totem als All Over Print und das brandneue Turm Hochdruck Design. Außerdem gibt's Manfred Plüschtiere, Saftig Plüschtiere, den limitierten Adventskalender, neue Mystery Boxen und das neue Regenbogen-Ticket. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzig.com. Sag mal, Manfred, bist du immer so komisch? Ich will für immer hierbleiben. Er ist jetzt mein neuer Freund, das Labyrinth ist mein Freund. Und dann nur irgendwas. Leute, ich glaube, dass ich ein Loch gesehen habe. Leute, was soll... Leute, wo komme ich her? Warte mal, habe ich ein ganzes Viertel geschafft? Oh mein Gott. Leute? Oh, ich bin ja... Okay. Leute, ausnahmsweise bin ich heute mal nicht im Labyrinth über Nacht oder irgendwas, sondern in meinem Bett. Okay, Leute. Aber... Was ist passiert? Leute, meine Theorie, okay, ist, wir haben es tatsächlich von einer Seite in die andere geschafft. Aber ging ich jetzt aus? Guck mal, das war doch richtig weit. Okay, ich glaube, ich bin hier rein, oder? Und Leute, was war das für ein komisches Buch von diesem Universitätsprofessor? Wenn ich weiß, wovon ich rede, Leute, letzte Folge auschecken, rechts zu mir. Was war das? Und bin ich wirklich bis hier rübergekommen? Weil ich könnte schwören, ich war schon mal dort. Und ich habe nicht gesehen, dass hier irgendwo eine Wand war. Ich werde es nicht rausfinden. Leute! Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich bin so verwirrt nach letzter Folge. Weil ich bin da reingegangen und auf einmal konnte ich irgendwie nicht mehr... Ich wusste nicht mehr, wo ich herkomme. Entweder, Leute, ich habe auch den Gedächtnissinn eines Hundes oder keine Ahnung, ich habe Hunde, aber eigentlich einen guten, keine Ahnung. Eines Dachses oder was weiß ich, Leute. Oder es hat sich irgendwas verändert. Oder irgendjemand dazu gebohrt. Nee, das kann ja auch nicht sein. Es haben schon ein paar in den Kommentaren geschrieben, dass es sein kann, dass das Labyrinth sich verändert. Aber ich weiß nicht, Leute. Haben wir fixe Beweise? Weil ich meine, eine Mauer kann nicht einfach so in Existenz reinploppen. Die Mauern gehen ja auf und zu. Vielleicht, Leute, guck mal. Ist nicht weit hergeholt. Vielleicht. Weil die Mauer kann ja auf und zu gehen. Vielleicht gibt es woanders auch. Und ich habe es noch nicht gehört, letzte Folge. Analysiert das mal. Checkt mal letzte Folge mit aus. Und schaut euch nochmal ganz genau an, den Teil, wo ich im Labyrinth bin. Und analysiert das. Oder Leute, oder schreibt einfach irgendwie in den Kommentaren oder schickt mir ein Fanart, wo ihr einen genauen Plan vom Labyrinth macht. Leute, guckt hier alle Folgen vom Labyrinth an und zeichnet einen Plan der vier Richtungen. Leute, wir müssen doch safe mittlerweile schon einen Plan haben, wie die ganzen Mauern hier verlaufen. Kann man einer, der richtig, richtig Profi-Theoretiker ist hier im Labyrinth, das machen wir schicken? So einen Plan von allen Wegen, die wir kennen, wo ich schon mal war? Weil ich meine, eigentlich ist es wie so eine Schnur. Es könnte man könnte es eigentlich machen. Leute, wenn einer von euch das macht, dann füge ich und blende ich euch ein hier. Apropos Fanart, es gab noch mal ein neues Fanart hier von Axodio. Axodio hat schon wieder ein Fanart gemacht hier. Von mir. Mit dem Beißer, Leute. Das ist der Beißer, ja? So nenne ich den. Und jetzt sehe ich den auch mal hier. Genau, ich war mit diesem einen Buch. Das war das erste Buch. Und letzte Folge war das zweite Buch. Und hier bin ich. Leute, und das beschreibt eigentlich meine Emotionen im Labyrinth am besten. Und hier ist dieses Monster. Guck mal, Leute. Das ist doch einfach nur so ein Beißer. Einfach nur so ein Gebiss. Auf Beinen. Ey, Leute, die Monster sind so komisch. Das dunkle Labyrinth überall die Blätter. Aber richtig geiles Fan. Wenn ihr mir Fan zeichnen wollt hier, schickt mir die einfach auf Discord oder auf Instagram hier. Und Leute, wenn ihr es nicht gemacht habt hier, holt euch einen Manfred Plüschtier. Bist du Labyrinth? Reicht zum E, Leute. Ihr könnt die jetzt vorbestellen. Die sind jetzt erhältlich endlich. Nicht mehr zum... Also, nee, nicht mehr zum Vorbestellen. Zum Bestellen nämlich. Die werden jetzt direkt versendet hier, wenn ihr das bestellt hier. Dann habt ihr es ein paar Werktagen. Richtig geil hier. Und limitiert, Leute. Nur noch, ich glaube, jetzt 2 Wochen. Limitiert. Hey, voll großes Monster. Die Halloween Edition. Saftig Geist habe ich heute einmal hier. Sieht richtig nice aus auch hier. Totem aus Overprint, Magma, kennt ihr eh, hier seht ihr es. Team Melonias Glowing Edition und Hochdruck. Das, ich finde das übelst unterbewertet. Mit dem Turm und alles mögliche. Adventskalender, 500 Stück noch. Seid schnell hier. Shop.chaoswitzig.com hier. Hol ich euren, weil die sind bald für immer weg hier. Und Tour gibt es auch noch hier. Ihr wisst eh Bescheid hier. Kommt nach Karlsruhe und nach Rosenheim. Aber alles klar. Ich habe übrigens jetzt meine ganzen T-Shirts und alles endlich aufgehängt hier. Alles klar. Leute. Warte mal, ich habe hier noch, mir fällt gerade ein, in der Chest, das hier. Ich habe mein Dings eingelegt, mein Schild,
Munition habe ich keine, ich muss mir das hier mitnehmen. Als Wegweiser die Holzmünzen. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool werden. Okay, alles klar. Leute, was machen wir jetzt hier? Genau, ich wollte heute analysieren. Warte, hier hat hier Manfred noch seine Box stehen? Ich glaube halt wirklich. Leute, ich wollte mal schauen hier. Warte, wo war denn das hier? Wir haben irgendwo mal... Nicht hier nicht. Doch hier! Leute! Wir haben dieses Glas gesehen, erinnert ihr euch? Tatsache! Man kann hier vom Innenbereich safe ins Labyrinth schauen. Das war aus der Folge, wo Manfred in der Ecke gesessen... Aufzug! Das war das Aufzuggeräusch. Neue Items. Tatsache, neue Box hier. Please, irgendwas Nützliches. Halloween-Geschenk. Ist Kiste Labyrinth? Manfred, die Kiste... Leute, guck mal, die Kiste schon wirklich ein bisschen aus wie so ein Labyrinth. Eier sind da drin. Hey, wo ist hier ein Piano drin? Was? Amber... Nein, Manfred, lass das Piano drin! Warum ist hier ein Klavier drin? Manfred, nein, das ist, Was so, Manfred? Was spielst du? Manfred, warum kannst du Klavier spielen? Ist es nicht, Mozart oder Schubert oder... Der andere da? Beethoven? Beethoven? Nein, ich glaube, den schreibt man so, Manfred. Beethoven. Mit V. Manfred, V? Ist V Labyrinth? Warte, warum? Ofen? Nein, kein Ofen, Manfred. Beethoven, so heißt der Typ. Was? Ja. Egal. Zurück zur Sache. Granatwerfer ist hier drin. Oh, oh. Das ist cool. Bist du Ofen? Nein, ich bin kein Ofen, Manfred. Hör auf. Halloween-Geschenk. Ein Amberkuchen? Voll mit Zucker. Gibt dir Geschwindigkeit? Okay. Erkunder-Risotto. Eine dicke Mischung mit ganz viel Kraft. Gibt dir Geschwindigkeit, also mehr Speed? Wasseratmung und Jump-Boost. Aber ich glaube, Jump-Boost reicht nicht über die Mauer. Und Eier. Manfred? Eier? Warte, Autobahn? Was zum? Leute, woher hat Manfred? Manfred, woher hast du das? Hat dir das niedergegeben? Okay. Leute, was? Manfred, nein! Wo fährt er hin? Manfred! Leute, woher hat er... Warte mal, ist das ein Go-Kart? Manfred? Okay. Warte, Manfred, nicht ins Labyrinth! Stopp, komm zurück, Manfred! Nee, ins Labyrinth rein. Ich meine, ich habe jetzt Waffen. Honigauto? Ja, woher hast du das? Und das ist keine Autobahn, Manfred. Warte, kann ich hier unboxen? Das ist noch eins. Woher hast du die... Woher hast du die ganzen Autos? Hä? Okay. Leute, wir können jetzt einfach... hier reinfahren. Links? Okay, Manfred. Nein, nicht links. Rückwärts. Warte mal, können die Monster uns eigentlich hier so erwischen? Wenn wir mit dem fahren? Rechts? Okay, Manfred, ich fahre dir nach. Du kennst den Weg. Manfred, bleib stehen. Wie schnell ist man hier? Links, okay. Hier ist das Gas, Manfred. Stopp. Okay, ich bleibe ja schon stehen. Hörst du was? Stopp. Okay. Ist da ein Monster? Und wo hast du Stoppschilder? Er fährt aber trotzdem weiter. Manfred, warum Stoppschild? Du fährst trotzdem. Warte, Parkverbot? Warte, was? Kurzparkzone Ende. Manfred? Bist du Stoppschild? Nein, bin ich nicht, Manfred. Willst du jetzt hier? Willst du im ganzen Labyrinth? Warte, Manfred. Stopp. Manfred, ist eigentlich richtig die geile Idee. Manfred, hier ist eine Ecke. Was? Leute, das ist eigentlich wohl die geile Idee, Manfred. Du könntest hier überall einfach Schilder entbauen, dann wisst ihr, wo wir schon waren. Hä?
Durchfahrt verboten? Einbahn? Ich glaube, dass es eine Einbahn ist. Warte mal, stopp, Manfred, komm her. Hier ist kaputt. Manfred, kaputt. Wie kann man durch? Ich glaube, hier waren wir doch nicht. Willst du hier weiterfahren, Manfred? Wir können hier rumfahren. Bahn zu spät? Warte, was? Warum? Einbahn? Warum Bahn? Bahn zu spät? Ja, Leute, die Deutsche Bahn. Okay. Nein, komm zurück. Wo ist er jetzt hingefahren? Hier. Links? Hä, Manfred, ich dachte, du willst nicht. Okay, alles klar, Leute. Dann halt links. Oh, guck mal, richtig geil. Stopp. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich finde eine Wand kaputt. Nee, hier war ich noch nicht. Oder? Hier sieht man so richtig durch. In CSGO wäre das so ein richtig guter Spot, wo man so abaimen kann. Links Vorrang? Rechts Vorrang? Manfred, es gibt keinen Links Vorrang. Rechts hat immer Vorrang. Warum? Ja, weil es die allgemeine Verkehrsordnung ist. Keine Ahnung. Manfred, stopp. Ich glaube, das sind Türen, diese Dinger, oder? Baustelle? Bleib doch stehen. Wo fährt er denn hin? Hier ist Baustelle. Guck mal hier. Hier könnte man theoretisch drüber. Manfred! Okay. Manfred, willst du jetzt hier Verkehrspolizist spielen? Ist das deine neue Strategie? Warum fahren wir jetzt wieder zurück? Autobahn? Warte, wo ist Manfred? Hier? Ich bin so verwirrt. Oh ja, hier ist er. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was hat er hier aufgestellt? Geradeaus und links? Manfred, hier kann man nicht links. Hier ist eine Mauer. Tempo. Tempo mit 80. Manfred, auf der Autobahn, Tempolimit, bin ich mir nicht ganz sicher. Weil hier kann man da rauffahren. Manfred, hier. Wollen wir hier rauffahren? Abkürzer? Was? Was sagt er? Warte, Blitzer? Leute, nein! Wir werden geblitzt auf der Autobahn. Bushaltestelle? Manfred, was? Hier ist keine Bushaltestelle. Warte, warum? Ja, keine Ahnung. Das ist so ein Zwischenbereich. Es ist keine Bushaltestelle. Manfred, komm, hör auf, zu dumm zu sein. Ist Autobahn ein Labyrinth? Nein, aber das Labyrinth ist eine Autobahn. Warte mal, bin ich jetzt hier stuck? So. Und wo hast du? Warte, Kreisverkehr? Ja, Manfred, die kann man im Kreis theoretisch fahren, wenn man hier hochfährt. Kreisverkehr. Manfred, warum machst du immer so bekloppte Sachen? Kein Führerschein? Wenn du hast keinen Führerschein, Manfred, dann würde ich aufpassen. Hier geht's tiefer rein, gell? Wenn du nach Hause willst, andere Richtung. Ja, rückwärts. Warum? Hast du einen Führerschein jemals gemacht, Manfred? Er wird hier wieder... Oh, Leute. Polizei? Warte mal, hier ist keine Polizei. Oh, Manfred. Man könnte echt ein Labyrinth, Rennen machen hier im Labyrinth, Leute. Aber Manfred, ich komm mal auf hier. Lass mal hier entweder... Okay, entscheid dich mal bitte für eine Richtung, Manfred. Okay, dann fahren wir jetzt hier lang. Ah, ich kann mal hier richtig schnell erkunden, bitte. Oh! Warte, Manfred, stopp! Guck mal, hier ist ein riesiger Raum. Wo fährt denn schon wieder hin? Bist du zurückgefahren, Manfred? Manfred, ich bin beim Tempolimit. Was? Hey, wo ist er denn jetzt schon wieder? Manfred, ich bin bei 80er Zone. Was? 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 Er hupt. Hör auf, du. Ah, hier bist du. Hier bist du weitergefahren? Au. Leute, hier ist alles kaputt. Was? Schlüssel. Schlüssel. Leute, hier ist ein Schlüssel drin. Warte. Warte, Manfred, stopp. Warte, ich hol mein Auto. Bleib hier nicht bewegen.
Hier ist deins. Und hier ist meins. Fahr mal weiter, hier vorne ist irgendwas. Weil Leute, hier bei dem Fass waren wir noch nie. Hier vorne sind Pfadblöcke. Warte, was? Warte, sind wir im Kreis gefahren? Manfred, Kreisverkehr? Warte mal, wir sind wirklich im Kreis gefahren. Leute, guck mal, wir sind dort rein. Und hier kommen wir raus. Ich bin so verwirrt, Leute. Winterreifen? Stimmt, Manfred, warum hast du Winterreifen auf deinem Go-Kart? Leute, ich hab keinen. Warte, Bannenstreifen? Nein, hier ist kein Bannenstreifen, Manfred. Aber das Auto ist eigentlich cool, Leute. Ich park mal das Auto im Stall, Leute. Zu den anderen Gefährten, die wir haben. Streifen? Was für Streifen, Manfred? Was willst du schon wieder von mir? Warte! Manfred, was für Streifen? Bist du auf Streife? Bist du jetzt ein Polizist? Manfred? Alles gut? Drei Streifen? Oh nein, Leute, drei Streifen. Oh, Adi. Manfred, Manfred. Und ich dachte, deine Russenzeit ist vorbei, Manfred. Tripolowski. Leute. Ich glaube, Tripolowski heißt irgendwie drei Streifen und drei Streifen ist irgendwie das Adidas und alle Russen tragen Adidas. Leute, ich habe keinen Spaß. Leute, manchmal weiß ich nicht mehr mit Manfred. Ja, er ist manchmal ein bisschen komisch. Ja. Manchmal dachte ich mir, er vergisst die Sachen aus den anderen Reisen, ja? Vom Nordpol, damals aus Minecraft Yeti. Aber anscheinend hat er noch irgendwo... Woher hat er eigentlich sein Outfit? Ich habe keine Ahnung, ja? Egal. Jedenfalls, warte mal. Leute, Unboxing? Unboxing? Oh mein Gott, warte mal, wir haben jetzt Enderperlen. Warte. Das öffnet sehr viele neue Möglichkeiten. Oh mein Gott! Aber ich kann nicht drauf. Weil hier oben ist ein unsichtbares Schockfeld. Dann werde ich gekillt. Aber Enderperlen sind sehr gut. Ich weiß nicht, wofür ich die nutzen kann. Vielleicht, ob ich mich irgendwie reinbuggen kann oder... Ich kann es probieren. Ich höre irgendwas. Jetzt kommt bestimmt Manfred. Es kommt bestimmt er mit seiner Musik. Hallo? Oh, Nina, hi. Hallo? Nina, was geht? Hi, ich habe eine Frage. Nina, guck mal hier. Guck mal, was ich gefunden hab. Ich mache mir Sorgen. Nina, guck mal. Weißt du, ob wir mit Enderpearl irgendwas machen können? Du meinst ja, du weißt, es ist hier ein Schockfeld. Also, wir können nicht auf die Mauern drauf. Warum redet Manfred plötzlich Russisch? Leute. Nina. Ich erkläre jetzt eins. Und was sagt Manfred? Tripolowski oder irgendwas, was hier... Keine Ahnung, Leute. Ich glaube, wir müssen mit dem Tee beginnen. Manfred... Nina? Denkt ihr wohl nichts dabei? Es ist normal, ja? Leute, weißt du, Manfred hat so eine Krankheit. Ich glaube, das ist deswegen... Egal, wir müssen hier raus. Ja, Nina, hör mir zu. Enderperle. Wo setze ich dir am besten ein? Sonst enden wir bald auch alle wie meine Kollegen. Stimmt, Leute. Ihre Kollegen sind ja da hinten beim Friedhof. Okay, Nina, komm jetzt rein hier. Ich hab was für dich hier, ja? Nina, wie wär's, wenn du jetzt hier... such dir jetzt aus. Welches der drei findest du am schönsten? Du so als erfahrene Modeexpertin des Labyrinths. Das hier? Wahrscheinlich, weil ich am Manfred drauf ist, oder? Oh yes, Leute. Das Hochdruckdesign hier. Leute, wenn ihr auch das haben wollt hier, Turmhochdruck, 2 Wochen noch limitiert. Zu der Bestellung gibt's nicht nur eine normale Autogrammkarte dazu, sondern ein Regenbogenticket. Wo ihr die Chance habt, mich in echt zu treffen, sparen euch dann vieles mehr zu gewinnen hier. Rubbeltickets. Leute, shop.chaoswitz.com. Holt euch eure Sachen hier. Für Halloween jetzt hier. Nina, wo bist du jetzt hier? Wo ist sie? Nina? Ach, hier bist du. Nina, komm jetzt mit hier. Ich habe nämlich was gefunden. Das wollte ich dich fragen. Komm mal hier. Ich habe einen Schlüssel. Und ich habe diese komischen Stonebrick-Sachen gefunden. Warte, woher hast du den? Aus dem Fass. Aus dem Fass was? Aus dem Was-Fass von Manfred. Schlüssel sind extrem, extrem selten. Warte, wirklich? Manfred hat den einfach gefunden. Übrigens, guck mal, wie cool das jetzt ausschaut. Sie ist jetzt rot, nicht blau. Guck mal, ich weiß, was man damit öffnen kann. Weil sind das diese komischen, Türen? Die wir schon mal gesehen haben. Ich glaube sogar heute. Übrigens, was macht das hier? Kann ich jetzt hier essen?
Erkundas Risotto. Wow! Oh mein Gott, ich bin jetzt Hyperspeed, Leute. Wir müssen nur eine davon finden. Ja, kennst du eine? Eine Tür. Leute, ich kann noch höher springen. Warte. Labyrinth? Nicht Spaß, Leute, ich werde schon zu Manfred. Warte, warte, warte. Nina, warte hier. Ich komme nicht drauf. Die Türen führen in den äußeren Bereich des Labyrinths. Hier ist ein Fass. Stimmt, hier. Leute, hier war das? Leute, ich könnte schwören, wir waren schon mal hier. Und da war Manfred Duckig, wisst ihr noch? Aber es gibt noch viele weitere Bereiche, die noch weiter außen sind. Okay. Ich habe noch 1:10. Die Plätze sind allzu hoch, Leute. Ich habe meine Perle noch. Aber ich glaube, ich werde sterben, wenn ich oben ankomme. Hier, Leute, das meine ich. Schau mal. Niemand weiß, wie das Labyrinth geht. Wie weit das Labyrinth geht. Nur, dass es immer unmöglicher wird zu durchqueren. Was, wirklich? Also, Leute, warte mal. Du willst mir sagen, das hier ist erst der innere Bereich? Oder wie? Stimmt, die Tür. Hier war ich heute vorhin mit Manfred. Ich habe schon viel über die Türen gehört. Ja? Aber noch nie eine geöffnet. Warte, können wir die jetzt öffnen? Ich habe schon ein paar Mal solche gesehen. Die Schlüssel werden normalerweise von Monstern bewacht. Oh oh. Also, beim Fass wäre normalerweise ein Monster. Wir haben gerade Glück gehabt. Ich glaube, es war gerade eine Patrouille. Der Stufe 3 oder 4. Warte mal, das heißt, alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war entweder 3 oder 4. Dahinter? Hinter der Tür lauern Monster der Stufe 6 bis 7. Und es geht auch bis 10. Das heißt, es gibt noch einen weiteren Bereich. Warte mal, also nimm dich in 8. Okay, hier ist der Schlüssel. Und ganz, ganz wichtig, mach keine Geräusche. Was meinst du? Außer zu reden natürlich. Darauf reagieren die nicht. Nur für Umgebungsgeräusche wie Schritte. Okay, also ich darf... Denke ich. Zu 100% weiß ich es auch nicht. Ja, Leute, ihr müsst bedenken, Nina ist auch nur ein paar Wochen länger als ich im Labyrinth. Die weiß auch nicht perfekt. Oh nein, mein Speed ist aus. Dann auf geht's. Macht es auf? Oh mein Gott, es hat geklappt. Da wären wir. Leute, wie weit geht denn das hier? Oh mein Gott, das ist creepy. Wow, hier ist es um einiges offener. Leute, wie groß sind die Monster hier bitte? Mir ist alles so... Oh mein Gott, ganz vorsichtig. Was, sie reagieren teilweise auf Schritte. Leute, denkt ihr, Monster hat da hier die Wand rausgerissen? Ich laufe. Ganz ruhig. Hier geht's aber wieder zurück, Leute. Nina, pass auf! Bleib dicht bei mir! Ich sehe soweit noch nichts. Und pass auf, es kann auch sein, dass es Nacht wird. Hier ist nichts. Ich habe meine Shotgun. Nina, ich dachte, du kennst den Ausgang! Ich will nicht so viel laufen. Oh nein, es wird dunkel. Okay, wenn dort in dem Bereich soll es hier rausgehen, oder? Komm, ich muss irgendwo raus. Was? Was? Oh mein Gott! Lauf! 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 Oh mein Gott! Für Halloween, dann hol dir jetzt die Limited Designs von Saftig, Team Melone als Glowing Edition, Tote was All Over Print und das brandneue Turm Hochdruck Design. Außerdem gibt's Manfred Plüschtiere, Saftig Plüschtiere, den limitierten Adventskalender, neue Mystery Boxen und das neue Regenbogen-Ticket. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzy.com.